Willkommen bei Bildner TV. Habt ihr das neue Nokia 5.4 und verzweifelt langsam auch mit der Steuerung? Fehlen euch die Zurücktaste oder die Taste für das Startmenü? Nun, ich zeige euch, wie ihr das Ganze mit Gesten machen könnt oder wie ihr das gewohnte Menü zurückbekommt. Bleibt dran! Hallo und schön, dass ihr wieder bei Bildner TV reinschaut, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich bin der Andi und ich widme mich heute einem Problem mit dem Nokia 5.4, das scheinbar einige von euch haben. Und zwar, sie haben Probleme mit der Steuerung. Ja, ich habe hier das Nokia 5.4 und das wird mit dem Betriebssystem Android 10 ausgeliefert. Es soll auch ein Update auf Android 11 erhalten. Aber ja, genau an diesem Betriebssystem liegt eigentlich der Knackpunkt. Denn wenn ihr euer Smartphone benutzt, dann fehlen hier nämlich die drei berühmten Tasten, mit denen ihr euer Android-Smartphone steuert. Der Pfeil, mit dem ihr zurückblättern könnt, das quadratische Logo, mit dem ihr Zugriff auf eure Programme bekommt oder der Punkt oder die Striche, je nachdem, wie es aussieht, habt ihr die Möglichkeit, zu eurem Startbildschirm zurückzukommen. Und genau diese drei Symbole fehlen hier. Wie steuert ihr also jetzt nun dieses Smartphone? Ja, das alles könnt ihr nachlesen und noch viel mehr praktische Tipps rund um euer neues Nokia 5.4 Smartphone. Und zwar in unserem Buch zu Nokia 5.4 für Einsteiger ohne Vorkenntnisse. Ihr findet das Ganze wie immer auf bildnerverlag.de oder auch verlinkt unter dem Video. Ja, und ich zeige es euch natürlich hier, wie es funktioniert. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Das Ganze liegt übrigens nicht an Nokia, sondern es liegt am Android-Betriebssystem. Und zwar Nokia verwendet keine eigene Benutzeroberfläche, sondern verwendet die Standard-Android-Oberfläche. Und Android 10 sieht vor, dass ihr Android mit Gesten steuert. Also ihr swipet und bewegt euren Finger über den Touchscreen und steuert so das Ganze. Das heißt, ihr braucht diese Tasten eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich erkläre euch jetzt erst einmal diese Bewegungsgesten. Und ich zeige euch im Anschluss auch, wie ihr die alte klassische Steuerung, wenn ihr die wieder haben wollt, auch wieder herstellen könnt. Ja, aber nun erstmal zu der Steuerung mit Gesten, so wie es im Auslieferungszustand funktioniert. Ich habe das Ganze jetzt hier schon mal auf meinem PC-Bildschirm, damit ihr das Ganze ein bisschen besser sehen könnt. Ja, hier habe ich jetzt den Startbildschirm von meinem Nokia 5.4. Und wenn ihr hier unten schaut, da fehlen eben die drei Buttons. Die kommen auch nicht, egal wie ihr wischt und wedelt und was ihr macht, die kommen erstmal nicht. Wie gesagt, später zeige ich euch, wie ihr die wieder einschalten könnt. Aber jetzt erstmal, wie steuert ihr das Ganze, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Fotos öffne? Also ich tippe mal die Fotos an, das machen wir später. Und jetzt öffne ich hier mal ein Foto. Wie komme ich jetzt zurück? Ihr könnt natürlich einfach hier oben den Pfeil antippen, aber den habt ihr ja nicht in jeder App. Und zwar, ihr müsst einfach nur entweder von rechts oder von links in das Smartphone reinwischen. Also vom rechten oder linken Rand wischt ihr mit getippten Finger vom Rand her rein. Und ihr seht, das fungiert als zurück. Und nochmal, es ist egal, ob ihr vom rechten oder linken Rand reinwischt, das erfüllt die Funktion der Zurücktaste. Ja, und jetzt habe ich noch die Taste, mit der ich wieder zu meinem Startmenü komme. Ich öffne jetzt hier auch mal wieder ein Bild und jetzt möchte ich aber sofort zu meinem Startmenü zurückkehren. Dann geht ihr mit eurem Finger ganz unten an den Bildschirmrand und wischt einfach vom unteren Bildschirmrand aus nach oben. Und ihr seht, ich bin sofort wieder in meinem Startmenü. Ja, und der letzte dieser drei Funktionstasten, die ich hatte, war nämlich die Anzeige aller geöffneten Apps. Im Windows würde man eben den Task Manager dazu sagen. Ja, und ich öffne jetzt nochmal eine weitere App. Ich öffne jetzt mal Google Maps, habe ich jetzt offen. Und zeitgleich ist ja auch immer noch meine Galerie mit den Fotos offen. Und wenn ich da jetzt zugreifen möchte, dann gehe ich unten an den Bildschirmrand, wische wieder kurz nach oben, nimm aber dann den Finger nicht weg, sondern lass meinen Finger noch kurz auf dem Bildschirm stehen.
Also ich wische kurz von unten nach oben, lasse aber den Finger stehen und jetzt nehme ich erst meinen Finger weg. Und ihr seht, jetzt habe ich alle gestarteten Apps angezeigt. Da kann ich ganz normal von rechts nach links wischen. Und ihr seht, hier ist zum Beispiel die Foto-App. Jetzt kann ich hier eine App antippen und sie wieder in den Vordergrund holen. Oder ich wische noch jetzt nochmal von unten nach oben. Na, so, lass kurz stehen. Und wenn ich jetzt hier Programme komplett beenden will, dann wische ich die einfach von dem Symbol aus, also von dem Programm aus, nach oben weg. Also ich schnips die so nach oben raus. So, zack, weg und zack, weg. Jetzt habe ich die beiden Apps beendet. Ich zeige das Ganze nochmal kurz über die Kamera. Dann könnt ihr das noch ein bisschen besser nachvollziehen. Und zwar, so. Ich öffne jetzt hier die Foto-App und habe ein Foto geöffnet. Und jetzt will ich zurück. Einfach vom rechten Rand oder linken Rand kurz reinwischen. Ihr seht, das erfüllt die Funktion von zurück. Ich möchte zu meinem Startbildschirm. Ich wische von unten. Ich muss nur ein bisschen festhalten. Ich wische von unten einfach nach oben. Und ich bin auf meinem Startbildschirm. Und wenn ich jetzt mehrere Apps geöffnet habe, dann wische ich von unten nach oben und lasse meinen Finger stehen. Ihr seht, mein Finger ist immer noch drauf. Und jetzt nehme ich ihn erst weg. Jetzt bin ich hier in der Übersicht über alle meine geöffneten Apps. Ja, ob das Ganze intuitiv ist, darüber lässt sich streiten. Aber das ist die Standardsteuerung, die Android standardmäßig vorsieht. Und ich zeige euch jetzt noch die Variante, wie ihr wieder zu den drei Tasten zurückkehren könnt. Die sind nämlich immer noch vorhanden, keine Sorge. Die könnt ihr, wenn ihr wollt, wieder aktivieren. Und hey, schreibt mir doch einfach in den Kommentaren, was euch besser gefällt. Nutzt ihr lieber die Gestensteuerung oder kehrt ihr lieber zu den gewohnten klassischen drei Tasten zurück? Ich persönlich muss sagen, mir sind die drei Tasten lieber als die Gestensteuerung. Da bin ich etwas altmodisch. Ja, und wenn ihr uns schon einen Kommentar schreibt, dann habe ich gleich eine gute Nachricht für euch. Ihr nehmt automatisch an unserem Gewinnspiel teil. Wir verlosen einmal in der Woche unter all unseren Kommentarschreibern ein Buch aus unserem Verlagsprogramm zur freien Auswahl. Also mit etwas Glück beim Kommentieren auch gleich noch ein Buch gewinnen. Ja, und wie komme ich jetzt zurück zu meiner alten gewohnten Steuerung? Dazu müsst ihr einfach nur in die Einstellungen. Zu den Einstellungen, ihr könnt einfach vom oberen Bildschirmrand runterwischen, so wie das eigentlich in allen Android-Versionen macht. Dann habt ihr hier die Übersicht und wischt hier noch ein Stückchen weiter. Dann habt ihr hier eine größere Übersicht und hier rechts unten im Eck habt ihr das Zahnrad. Damit kommt ihr in die Einstellungen. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit für die Einstellungen. Ihr wischt einfach hier mitten am Bildschirm nach oben. Dann kommt ihr in die Übersicht aller Apps und dort findet ihr gleich oben am Rand auch die Einstellungen. Was euch lieber ist, ihr geht in die Einstellungen hinein und dann müsst ihr ein bisschen nach unten blättern. Und ganz unten findet ihr den Punkt System. Da steht auch schon Sprachen, Gesten. Also ganz unten findet ihr eben System. Das tippen wir an. Und dann habt ihr hier den Punkt Gesten und Bewegungen. Auch den tippen wir an. Ja, da habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten, was ihr alles aus- und anschalten könnt. Und für uns wichtig ist hier Systemsteuerung, Bedienung über Gesten. Da tippen wir hin. Und hier könnt ihr jetzt hier unten auch Bedienung über drei Schaltflächen. Das tippe ich mal an. So, und dann seht ihr hier schon an diesem schönen Bildchen, dass wir wieder unsere drei Schaltflächen haben. Ihr seht die jetzt auch schon wieder eingeblendet hier. Und jetzt gehe ich zurück. Ja, und ihr seht jetzt schon unten habe ich meine drei Tasten. Der mittlere Knopf, damit komme ich wieder in mein Startmenü. Oder wenn ich hier bei irgendwelchen Fotos bin, kann ich hier unten schön mit dem Pfeil zurückblättern oder hier mit dem Quadrat komme ich zur Übersicht über all meine geöffneten Apps. Ja, ihr seht, ganz einfach, entweder ihr probiert die Gesten einfach mal aus, denn wenn ihr gut damit zurechtkommt, ist das sicherlich ganz praktisch für eine einhändige Bedienung.
soll das Ganze ja erleichtern und schneller gehen als über die drei Tasten. Oder wenn ihr ein Gewohnheitstier seid, so wie ich, dann stellt ihr einfach wieder zurück auf die gewohnte Drei-Tasten-Bedienung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, das freut wiederum mich. Und ja, da ihr uns sicher abonniert, werdet ihr auch das nächste Video sicher nicht verpassen, bei dem wir uns dann wiedersehen. Ciao, bis dann bei Bildner TV.